Und wenn ich jetzt zum Beispiel, und wenn ich jetzt zum Beispiel, und wenn ich jetzt zum Beispiel, und wenn ich jetzt zum Beispiel. Yes, ladies and gentlemen, grüezi miteinander. Im heutigen Video geht es um eine spezielle Frage. Bin ich als Personal Trainer dein Wundermittel für deinen Erfolg? Nein, bin ich nicht. Und wieso bin ich das nicht? Nummer 1 Grund ist, du musst die Arbeit selber machen. Ich bin nicht eine Putzfrau, die dir den Dreck wegräumen kann. Ich bin ein Personal Trainer, der dir einen Weg vorgibt. Aber diesen Weg musst du selber gehen. Ich kann nicht den Weg für dich selber gehen. Ich bin kein Heidi Klum Personal Trainer, der mit deinem Hund rausgeht und jeden Tag kontrolliert, was du isst. Ja, ist vielleicht schon möglich, aber es ist eine finanzielle Frage natürlich. Ein Personal Trainer ist keine Garantie. Ein guter Personal Trainer bereitet dich vor, zeigt dir den Weg, er schreibt ein gutes Ziel für dich, er definiert das Hauptziel für dich, definiert Etappenziele für dich, definiert das Training für dich, definiert den Ernährungsplan für dich. Wenn wir zusammen trainieren, dann kann ich kontrollieren, wie die Intensität des Trainings ist. Aber wenn ich dir sage, was du essen musst und dir deinen Ernährungsplan schreibe, plus ich gebe dir noch 2-3 Homeworkouts für zu Hause, plus musst du noch selber trainieren gehen, dann kann ich das nicht 100% die kontrollieren. In meinem Fall ist es so, ich habe eine App, bei welchem ich sehe, ob die Kunden trainieren oder nicht, was sie essen oder nicht. Und das ist cool. Ich bin dankbar, dass ich dieses App gefunden habe. Es erleichtert sehr, 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 sehr viele Dinge. Ich kann deswegen trotzdem nicht jedem Kunden ein WhatsApp oder eine E-Mail schreiben und fragen, hey, warst du heute im Training? Ich mache zwar darauf aufmerksam und frage nach, hey, wie war das Training oder wie kommst du vorwärts? Das mache ich natürlich, das gehört zu meinem Job als Coach. Aber ich kann dich nicht auf Schritt und Tritt verfolgen. Wenn dir jemand einen Weg zeigt, zum Beispiel den Weg zum Erfolg mit verschiedenen einfachen Schritten oder wie du dein Problem am Arbeitsplatz in den Griff bekommen kannst, wie du vielleicht dein Problem mit anderen Mitmenschen in den Griff bekommen kannst, was auch immer, dann kann man dir nur einen Weg zeigen und dich vielleicht bis zu einem gewissen Grad behandeln und dann kann man kontrollieren, wie man vorwärts kommt. Aber schlussendlich, diese eine Stunde, bei der man das Problem behandelt, jetzt in meinem Fall diese eine Stunde, 2 oder 3 Stunden, wo wir pro Woche zusammen trainieren, macht nicht den Erfolg. Der Erfolg ist in deinem Kopf. Der Erfolg ist dein Wille und ich diene rein als jemanden, der dir einen Weg vorgibt, um diesen Willen weiterhin zu stärken und zu unterstützen und dich zum Ziel zu führen. Deshalb ist es so essentiell. Ich kann dir nur den Weg zeigen. Kennt ihr diesen Ausschnitt von The Matrix, wo Morpheus Neo sagt, ich kann dir nur den Weg zeigen, aber du musst ihn selber gehen. Und dann geht die Tür auf, diese goldene Tür und bam, er geht durch. Genau so ist es. Ich kann dir nur den Weg zeigen, aber gehen musst du ihn selbst. Das ist essentiell. Wenn du nicht vorwärts kommst und du hast einen Profi engagiert, um dir zu helfen, dann kann es natürlich sein, dass vielleicht das Ziel vom Trainer utopisch ist, dass der Ernährungsplan nicht funktioniert oder das Training keinen Sinn macht oder nicht wirklich effektiv ist. Aber es kann auch sein, dass du einfach den Weg nicht wirklich gehen möchtest und einfach denkst, okay, jetzt gebe ich die Verantwortung an meinem Trainer ab, der macht schon. Nein, ich mache nichts. Ich unterstütze dich nur. Und manchmal kann es sein, dass du ein Tief hast, ein Motivationstief. Manchmal kann es sein, dass du denkst, hey, boah, jetzt konnte ich ja eine Woche nicht trainieren und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe das auch, meine Kunden haben das auch. Und dann liegt es an mir, um dich wieder zu pushen und zu motivieren und zu sagen, egal, das Leben passiert. Manchmal passiert Leben. Und dann gibt es vielleicht Situationen im Leben, wo ich verstehe, warum man jetzt gewisse Sachen nicht umsetzen konnte. Und dann ist es mein Job, dich wieder hochzuheben auf dieses Podium, wo du weißt, dort geht es weiter. Aber wie gesagt, und ich sage es zum 1000. Mal, den Weg musst du selber gehen. Mein neues Buch, Lebe stark, kommt in ein paar Tagen. Checkt den Link unten in der Beschreibung. Ihr könnt es vorbestellen auf Exlibris. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Es ist bald soweit. Das war's, Ladies and Gentlemen. Abonniert den YouTube-Channel, falls ihr neu seid. Like das Video, falls es euch gefallen hat. Dislike, falls nicht. Mein Name ist Gregory Gemaili von Lebe stark. Bis zum nächsten Mal. Peace out.